Schönen guten Tag, Jonathan May hier. Ich bin der CIO, also der für Innovation zuständig ist und der Gründer von Neuroflash. Dann zeige ich heute die Software, die wir gebaut haben und warum wir sie so gebaut haben. Und am Ende werdet ihr hoffentlich lernen, wie man mit KI-Copywriting-Software schneller bessere Texte schreibt. So, wir haben eigentlich drei Themen, die ich hoffe, ihr am Ende davon der Session komplett verstehen werdet und dann auch verstehen werdet, warum diese drei nötig sind, um eine gute KI-Copywriting-Software am Ende zu bauen. Das erste Thema sind die sogenannten Transformer-Modelle. Wer von euch kennt schon Transformer-Modelle? Hand hoch. Ganz genau, niemand. Also es gibt im Machine Learning eigentlich verschiedene so Standard sogenannte Modelle. Das sind quasi Algorithmen, die in der Lage sind, bestimmte Aufgaben zu lösen. Und es gibt diese RNNs, Recurring Neural Networks, LSTMs und dann diese Transformer. Und ich habe sie hier mal so abgebildet, wie schlau sie mehr oder weniger sind. Die Transformer, wie man sehen kann, sehen schon ziemlich so aus wie ein Mensch. Aber was sie genau ausmacht, das ist extrem wichtig, um zu verstehen, warum diese KI-Textgeneration jetzt sehr viel besser funktioniert als noch vor wenigen Monaten. Wenn wir uns diese Algorithmen angucken, diese drei, dann haben die bestimmte Eigenarten. Wir sehen zum Beispiel, dass die entsprechend auch immer komplexer werden. Und es gab in letzter Zeit Innovationen, wie zum Beispiel von Google, das BERT-Modell, oder auch von OpenAI, das GPT-Modell, was wirklich einen gewissen Quantensprung verursacht hat in der Textgenerierung. Und die Grundlage für diesen großen Sprung war eigentlich dieses Paper. Und in diesem Paper wurde gezeigt, dass man, wenn man zum Beispiel anfängt, einen Text zu schreiben, und der Anfangstext wäre dann As aliens entered our planet, das ist der Anfang von meinem Satz, dann kann man das in ein Textgenerierung-Transformer-Modell tun, also das neueste, beste Modell. Und dann kommt zum Beispiel dieser Text raus. Na, also der wird weitergeschrieben. Und wir sehen, selbst am Ende des Satzes hat das anscheinend noch etwas zu tun mit diesen Aliens vom Anfang des Satzes. Und das habe ich übrigens auch hier generiert. Das könnt ihr auch selber machen. Hugging Face hat hier eine GPT-2. Das aktuelle Modell ist GPT-3, also hier die alte Version. Und die ist schon in der Lage, genau diese Art von Texten zu bauen. Das Paper hieß Attention is Everything, weil der Quantensprung von diesen Transformer-Modellen ist, dass das Modell in der Lage ist, den gesamten Kontext zu nutzen für die Generierung von Texten. Wenn man also anfängt zu schreiben, es geht hier um Aliens, die gehen auf einen Planeten, dann bezieht sich das nächste Wort und das nächste Wort immer entsprechend auf etwas, was davor kam. Bis halt hin zum Ende, ne, wo dann zum Beispiel steht Extraterrestrials, ein anderes Wort für Aliens, das bezieht sich auf die Aliens am Anfang vom Satz. Wir als Menschen sehen das sofort, weil wir haben ein Arbeitsgedächtnis, was die ganze Zeit behält, was gerade eben passiert ist und es im Kopf so behält, dass wir damit arbeiten können. Aber die vorherigen Modelle, die in der Lage waren, Texte zu generieren, hatten diese Fähigkeit nicht. Zum Beispiel das DRNN-Modelle, die sehen den letzten Teil vom Satz und können immer weiter produzieren, aber sie sind nicht in der Lage, an den Anfang zu gucken. Die haben quasi nicht so viel, sagen wir mal, Arbeitsgedächtnis, vereinfacht ausgedrückt. Das heißt, wenn die nur lang genug schreiben, dann enden die irgendwo, was nichts mehr mit dem Anfang zu tun hat, nichts mehr mit diesen Aliens. Die anderen Modelle, zum Beispiel diese Gated Recurrent Units oder die Long Short Term und so weiter, haben schon mehr, aber sind immer noch begrenzt. Und die Transformer, die haben quasi einen unbegrenzten Aufmerksamkeitsspanne, wo, also immer abhängig davon, wie viel GPU-Power man hat am Ende. Aber jetzt kann also mit dem neuen Modell etwas geschrieben werden, was sich sogar beziehen kann auf den gesamten Rest. Das heißt, man könnte sogar dem Transformer-Modell ein gesamtes Buch geben und den letzten Satz weglassen und ihm dann bitten, schreibt mal bitte den letzten Satz. Und er könnte sich auf den gesamten Kontext davor beziehen, um diesen allerletzten Satz zu schreiben. Und das ist die Neuerung dieser Modelle. Deswegen ist auch der erste und wichtigste technische Teil, um eine KI-Copywriting-Software zu haben, Modelle, die in der Lage sind, den gesamten Kontext zu nutzen. Das zweite, was auch Neuroflash besonders macht, ist die Nutzung von sogenannten Word-Embedding-Modellen. Word-Embedding-Modelle, das wurde 2017 herausgefunden, sind in der Lage, Muster abzubilden, die sehr nah an das rankommen, wie wir als Menschen scheinbar denken. Wir sehen zum Beispiel hier ein Netzwerk, auch generiert von uns. Dort sehen wir, wie stark Mann und Bier miteinander vernetzt ist und wie schwach im Vergleich Frau und Bier
Also wir sehen hier anhand der gelben, der grünen Verbindung zwischen Mann und Bier, da gibt es ganz viele, zwischen Frau und Bier weniger, wohingegen Frau und Limonade und so alkoholfreie Getränke, da sind die Verbindungen sehr viel stärker. Ihr kennt das wahrscheinlich, ne, wenn Mann und Frau ins Restaurant gehen, einer bestellt ein Bier und der andere eine Cola Light, rate mal, wem der Kellner was gibt. Das liegt halt an dieser Verknüpfung, die in den Köpfen der Menschen vorhanden ist und die ihr hier sehen könnt, abbildbar sind mit diesem Words Embedding Modell. And I will do a quick demonstration to show in English, as you can tell, how effective this is. So for this exercise, I require you to close your eyes. So close your eyes right now and don't look at the screen. Close your eyes completely. And now everyone with an even age, please open your eyes and read these words silently. If you have an even age, ending in a 2, 0, or 6, for example, open your eyes and read these words. And now close your eyes again. And now everyone with an uneven age, open your eyes and read these words. Silently, of course. And close your eyes again. And now everyone, open your eyes and complete this word in your head. So of the even aged people, please raise your hand if you completed this word with soup. Even aged people, that's two. And now the uneven aged people, did you complete this with soap? Raise your hand. So das ist also gerade passiert. Ihr habt beide das gleiche Wort gesehen, SO-P, abhängig aber von den Wörtern, die ich gezeigt habe, der jeweiligen Gruppe, also der geradaltrigen Gruppe habe ich die linken Wörter gezeigt, der ungeradaltrigen die rechten Wörter. Und was euer Kopf gemacht hat, ist eigentlich genau das gleiche wie davor in dem Transformer-Modell. Ihr habt nämlich vorhergesagt, was ist wahrscheinlich das nächste Wort. Und wenn ihr den Kontext von links seht, dann denkt euer Gehirn halt automatisch an den Kontext von Küche und so weiter, wo halt eine Suppe wahrscheinlich ist. Und in dem rechten Kontext denkt euer Gehirn, oh, scheinbar geht es hier gerade für Badezimmer unter der Dusche und entsprechend ist dann Seife stärker. Ist übrigens sehr spannend, weil die ganze Corona-Situation hat diesen Test auch ein bisschen durcheinander gebracht. Wenn ich nämlich am Anfang von diesem Vortrag zu viel über Corona geredet habe, dann haben die meisten Leute wieder an Soap gedacht, weil natürlich diese Aha-Regeln dann allein schon durch dieses Thema Corona auch aktiviert werden. Unsere Köpfe sind die ganze Zeit dabei, immer vorherzusagen, was wahrscheinlich als nächstes passiert. Und wenn man Wörter benutzt, zum Beispiel auch im Marketing, in jeder Sales-E-Mail oder in jedem Sales-Gespräch oder Marketing, Reklame, was auch immer, hat dieser Effekt eine ganz klare, spielt eine Rolle. Jeder Konsument sagt halt jedes weitere Wort voraus und manchmal wird diese Erwartung getroffen oder sie wird, wie in diesem Fall, halt manipuliert, gesteuert von dem, was natürlich jemand ausdrücken möchte oder was ich zum Beispiel möchte, in eurem Kopf dann vor sich geht. So, wie konnte ich das vorhersagen? All diese Wörter hier kommen direkt aus Neuroflash raus. Wir machen das, indem wir ungefähr einschätzen, welche Wörter euer Gehirn wahrscheinlich gelesen hat in den letzten 12 Monaten. Und zwar schauen wir uns an, generell, was sind eigentlich die Wörter, die da draußen so rumschwirren? Was sind die wahrscheinlichsten Wörter, die auf einer Flasche drin sind, wo ein Parfum drin ist zum Beispiel? Und die Quelle dafür sind für uns Massenmedien, soziale Medien, Wikipedia, quasi ein von Menschen geschriebener Record, in denen die Themen, die gerade für uns relevant sind, alle drinstecken. Weil eure Gehirne lesen, die Gehirne der Kunden, der Konsumenten, die ihr ansprechen wollt, lesen die ganze Zeit all diese Wörter oder produzieren sie sogar. Die meisten Leute lesen übrigens mehr, als sie produzieren, aber die Wörter da draußen sind einlesbar. Wir nehmen also digital verfügbare öffentliche Quellen, also in der Regel so über 50 Milliarden Wörter der letzten 12 Monate, und geben sie unserer KI zum Lesen. Und genauso wie euer Gehirn versteht nach einer Weile die KI, wenn dieses Wort vorkommt, dann kommt wahrscheinlich, dann gibt es bestimmte andere Wörter, die im gleichen Kontext auch wahrscheinlich vorkommen. Rede ich über Spinat, geht es vielleicht über Eisen. Rede ich über Corona, geht es vielleicht oder sehr wahrscheinlich über Seife und Desinfektion. Und dadurch können wir dann die Frage beantworten, was in den Kopf
eines Kunden muss, damit er zum Beispiel klickt, weil es geht darum, dass wir die assoziieren, also diese Verbindung von Wörtern nutzen, die einfach sind. Na, also ich nehme mal ein Beispiel. Mal angenommen, wir wollen einen Weg bauen. So die althergebrachte Art der Marketingkommunikation wäre, wir setzen den Leuten einfach mal was vor. Genauso würde ein althergebrachter Straßenbauer sagen, wir wollen, dass die Leute hier einen 45-Grad-Winkel machen. Ne? Und deswegen wird das hier gebaut. Aber wie ihr sehen könnt, die Leute gehen dann diagonal, einfach direkt durch die Mitte, weil das ist der direkte Weg. Das ist der Trampelpfad, der am schnellsten zum Ziel führt. Deswegen sind die modernen Straßenplaner so unterwegs, dass sie zuerst alles grün machen, schauen, wo laufen die Leute lang und asphaltieren dann genau dort, wo sie langlaufen. Aus dem Trampelpfad wird dann eine Autobahn. Dadurch geht es natürlich sehr viel schneller, kommen die Leute mehr ans Ziel. Und wenn wir Word Embeddings nutzen, also die Vorhersage, was die Leute sowieso schon im Kopf verknüpfen, dann können wir genau das Gleiche machen. Also verstehen, was wäre das Wahrscheinlichste, was der Kopf denkt, und dann ihm genau das geben, weil das ist also einfacher zu verarbeiten, wird sich einfacher gemerkt und ist entsprechend auch effektivere Marketingkommunikation. Und wie ihr gerade eben gesehen habt, an Zug und Zug, man kann das vorhersagen, ohne dass man den Konsumenten direkt fragen muss. Das ist einfach nur eine Frage von Statistik. Lebst du in Deutschland, hast du wahrscheinlich diese Wörter gesehen. Lebst du in Österreich, hast du wahrscheinlich diese Wörter gesehen. Und das kann man entsprechend vorhersagen. Insofern ist das der zweite Teil für eine KI-Copywriting-Software. Das eine ist also ein Transformer-Modell, was in der Lage ist, sowieso den gesamten Kontext eines Satzes zu verstehen, um zu nutzen, um weiterzuschreiben. Word Embeddings sind in der Lage, aufzufangen, welche Verknüpfung Leute automatisch machen, sodass wir genau diese Vorhersage von, ne, ihr möchtet eine bestimmte Nachricht rüberbringen. Und dank der Word Embeddings können wir genau die Wörter vorschlagen oder bewerten, die am besten in der Lage sind, das rüberzubringen. Will man Vertrauen ausdrücken? Sollte man dann einen Hund zeigen oder eine Katze? Du, man kann an den Word Embeddings sehen, in welchem Kontext vermutlich ein Hund oder eine Katze vorkommen. Und ist, glaube ich, kaum überraschend, ein Hund steht mehr für Vertrauen als eine Katze. Und deswegen sieht man auch bei Huck Coburg und so weiter oder Hanse Merkur Versicherung, dass wenn es die eine Werbung machen, dann zeigen die keine Katzen. Die zeigen Hunde, den besten Freund, einen vertrauten Partner und so weiter. Word Embeddings sind also der zweite Teil. Und jetzt kommt der dritte. Und der dritte geht über die Emotionen, die Menschen haben. Emotion bedeutet, wir fragen sie, und zwar nicht mit so einer Umfrage wie früher, sondern wir fragen sie online. Und auch hier können wir mal kurz testen, wie das bei euch aussieht mit den Emotionen. Hier haben wir zwei Wörter, Chili und Weißbrot. Welches von den beiden, denkt ihr, ist aufregender? Hand hoch für Chili. Das sind alle. Ganz genau. Chili ist mehr exciting. Sehr gut. Auch unsere Vorhersage. Was ist mehr exciting? Brokkoli oder Spare Ribs? Brokkoli? Hand hoch. Drei Spare Ribs mehr exciting? Okay, zwei. Ziemlich in der Mitte. Die Vorhersage hier, also im Durchschnitt, mehr Leute finden die Spare Ribs spannend. Beim Thema positiv happy. Wer ist jetzt für Spare Ribs? Und wer ist für Brokkoli? Grün und positiv, sehr schön. Ganz genau. Und hier seht ihr jetzt diese Verbindung. Die Verbindung aus A, dem Word Embeddings, also der Assoziationsstärke, hier dargestellt mit den Strichen zwischen den Wörtern. Je dicker ein Strich, desto stärker sind zwei Wörter assoziiert. Ihr seht zum Beispiel Brokkoli und Spinat hier oben links. Da ist ein sehr dicker Strich dazwischen, weil die sind sehr ähnlich. Beide grün, beide sind Gemüse, kommen vom Feld und so weiter. Und ihr seht hier auf den Achsen, die Position der einzelnen Wörter spiegelt wieder, inwiefern sie happy, weiter oben, zum Beispiel Meat Substitute, super happy, positiv, oder mehr sad, ne? Pork Meat und sowas, French Fries, das ist eher ein bisschen trauriger oder negativer. Und dann von links nach rechts haben wir entspannend, so wie hier Weißbrot, oder mehr exciting, und da haben wir Chili. Und das Spannende ist hier, wir haben online Leute gefragt zu ein paar von diesen Wörtern, wie deren Emotionen sind, exciting, happy, sad und so weiter. Und haben dann die Assoziation genutzt, um für die nicht gefragten Wörter zu berechnen, ob sie mehr positiv, mehr negativ und so weiter sind. Weil, wenn zum Beispiel Brokkoli und Spinat sehr ähnlich sind von den Assoziationen her, dann können wir erwarten, dass wenn Brokkoli sehr happy ist, Spinat das vermutlich auch ist.
Das heißt, die Assoziationen weisen uns darauf hin, welche Emotionen Leute haben. Und auch wenn wir nur einige direkt in Online-Surveys testen, zum Beispiel wir fragen die Leute, wie findest du Mutter, Baum und Kernkraft, können wir dann ableiten, welche anderen Wörter, die wir nicht direkt abgefragt haben, auch eher positiv oder negativ sind. Und das funktioniert sogar zielgruppenspezifisch. Wir können ältere Menschen fragen und jüngere Menschen und deren Bewertungsmuster für die emotionale Bewertung aus diesen Assoziationen ableiten. So, lange Rede, kurzer Sinn. Das können wir alles einfließen lassen in eine Software, die also schreibt, die dann anhand von Word Embeddings berechnet, was die Assoziationsstärke ist und die auch die Emotionen davon vorhersagt. Und das werde ich euch jetzt mal zeigen. Wir gehen hier also live in die Oberfläche von NorcoFlash. Und wir widmen uns jetzt erstmal dem AI-Tester. In dem Tester muss ich angeben, was mein Projekt ist, in welcher Sprache ich etwas generieren möchte. Hier seht ihr auch schon das, was ich gerade erwähnte. Wir können hier für Deutschland vorhersagen, was die Assoziationen und Emotionen sind, für den Dachraum, für die Schweiz und so weiter. Scheinbar alles irgendwie Deutsch, aber glaub mir, der Schweizer spricht anders als der Deutsche und das spiegelt sich auch hier in den Assoziationen wieder. Wir können dann hier auswählen, was für eine Art von Inhalt generiert werden soll. Ich nehme jetzt einfach mal Slogans, weil das sind kürzere Sätze. Und dann schreibe ich mal hier irgendwas rein. Zum Beispiel, Stadt Riga ist eine innovative Universität. Ihr müsst mich bremsen, wenn ich kompletten Unsinn erzähle, natürlich. Junge Menschen. Universität dürften wir nicht sagen, ist eine Fachhochschule. Also Hochschule müsste es heißen. Hochschule, sehr gut. Für junge Menschen. Für junge, schlaue Menschen. So. Und jetzt generiere ich. Das heißt, jetzt wird genau dieses Transformer-Modell angeschmissen. Und er schaut, inwiefern kann ich diesen Input, ne, nochmal, wir haben ihm einfach gesagt, Quad Riga, der Name, innovative Hochschule, junge und schlaue Menschen. Wie kann ich diesen Kontext so umschreiben, dass es aussieht wie ein Slogan? Und hier haben wir innovative Hochschule mit Zukunft, deine Chance auf eine starke Karriere, innovative Bildung für eine erfolgreiche Zukunft, das gefällt mir sehr gut, innovativ, modern, vielseitig, Quad Riga Hochschule. All diese Texte sind wirklich komplett generiert. Die sind nicht abgeschrieben, die kommen in dieser Form aller Voraussicht nach nicht online vor. Also ist es mir noch nie passiert, dass ich einen Text generiert habe, den ich genauso online habe finden können. Aber ich muss ihn selber nicht schreiben. Erster großer Vorteil. Und jetzt kommt der zweite. Wie ihr schon gesehen habt, jedes Mal, wenn ich etwas generiere, kommen hier die Sätze raus und sie verändern sofort ihre Position, denn sie werden automatisch bewertet. Junge, schlaue Menschen an der Quad Riga Hochschule. Sie werden nämlich bewertet anhand ihrer Fähigkeit, um zu verstanden zu werden und positive Emotionen auszulösen. Hinter diesen Einstellungen steckt das, was ich euch davor gezeigt habe, nämlich dieses Word Embedding. Ich kann zum Beispiel vorhersagen, wenn ich euch nur SO-P gebe, dass ihr wahrscheinlich an Seife denkt, an Soap. Warum? Das Wort Seife kommt häufiger vor als Suppe, besonders jetzt in Corona-Zeit. Und genauso fällt sich das hier mit Readability. Wörter, die häufiger vorkommen, kennen wahrscheinlich mehr Leute und können sie deswegen auch besser verstehen. Marketingkommunikation profitiert logischerweise davon, wenn ihr Wörter nutzt, die jeder versteht, weil auch dann wird vermutlich die Werbung verstanden. Daneben gibt es das Sentiment, das hatten wir gerade gesehen mit dem Chili und dem Weißbrot. Wir können also aus den Umfragen ableiten, ob die Wörter, die hier genutzt werden, zum Beispiel das Wort Zukunft oder Jung, positiv oder negativ bewertet werden. Diese anderen Sachen hier, Exciting, Calm, Powerful, Gentle, sind einfach nur andere Dimensionen. Und hier unten, neben, also ist einfach zu verstehen und was ist das Gefühl, können wir auch noch implizit diesen Trampelpfad im Kopf sicherstellen. Wenn wir zum Beispiel möchten, dass innovativ klar rüberkommt oder sagen wir mal Karriere oder sind wir noch platter, Geld, getriggert werden, also automatisch, genauso wie ihr automatisch und super gedacht habt, können wir hier sicherstellen, dass diese Konzepte, diese Wörter im Kopf aufploppen, eher aufploppen mit den Wörtern, die wir nutzen in den Slogans. Jetzt habe ich also hier mein Ziel, mein Goal. Ich muss es auf Deutsch umstellen.
definiert und sofort wird das entsprechend bewertet. Und jetzt nicht zu überraschend kommt die innovative Hochschule mit Zukunft ganz nach oben, weil die natürlich hier sehr stark auf innovativ einzahlt, weil innovative hat viel mit Innovation zu tun, hier 81%. Hochschule hat auch was zu tun mit innovativ, mit Karriere, nicht so viel mit Geld scheinbar. Zukunft, das hat wieder mehr zu tun mit Geld, ist extrem positiv, ist auch kraftvoll und so weiter. Ihr seht also jetzt, dieses ganze Wissen, was ich euch gezeigt habe, von sowieso die Sachen werden generiert mit dem Transformer-Modell. Wir verstehen, was löst es im Kopf aus und das wenden wir an auf diese Generation. Und wir schauen dann auch nochmal nach dem Sentiment, nach den Emotionen, inwiefern die rübergebracht werden mit diesen Texten. Und das hilft uns dabei, einen Werbetext zu nutzen, der einfach zu verstehen ist, positive Emotionen auslöst und zum Beispiel Markenwerte oder andere Ziele, die eure Werbekampagne haben kann, auch wirklich auszudrücken. Deswegen nutzen zum Beispiel Kunden wie Chibo oder Adobe diese Software, um für eine Kampagne die, keine Ahnung, Betreffzeile zum Beispiel oder den Social Media Post zu nutzen, der deren Marke entspricht, die Zielgruppe entsprechend positiv triggert und natürlich auch inhaltlich das rüberbringt, was sie rüberbringen möchten. So, das ist also das, diese komplette Anwendung auf sehr, sehr kurze Texte. Aber das ist ja noch nicht alles. Wir können nämlich auch im KI-Texter sehr viel längere Texte generieren. Und dafür gehe ich jetzt hier mal rein und ich kann hier mal kurz auf LinkedIn, einfach mal zum Spaß, mal gucken, was die Quadriga so schon zu bieten hat. Quadriga, da könnt ihr mir kurz helfen, ist das hier richtig? Nee, das ist Hospitality. Wie finde ich denn die Quadriga Hochschule? Kann mir jemand helfen? Über die Quadriga Hochschule müsstest du sie finden können. Das war richtig, da der Kapuzenpullover raus, der kam vor zwei Wochen. Wo ist er? Hier, der hier? Nein, das ist ein Teilnehmerpost. Keiner von der Hochschule. Du kannst bei Keep Questioning schauen mit Hashtag. Ja, ist das hier richtig? Ja. Grundsätzlich ja. Hier, habe ich was? Ja. Aha, sehr schön. Ja. Sehr gut. Warum mache ich das? Ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen Content nehmen. So, hoch die Hüte, ist es Graduation Day und so weiter. Super. Und den Text müsste ich jetzt einfach mal nutzen, um damit einfach mal ein bisschen rumzuspielen, sozusagen. Ich mache mal hier einfach das Ding auf. Ihr seht, das Interface von Neuroflash ist denkbar einfach. Wir haben hier links einen Ort, wo man schreiben kann. Und wir haben rechts die sogenannte magische Feder. Hier kann man die in der Sidebar rausziehen, mit der wir verschiedene Texttypen nutzen können. Und ich zeige euch mal meinen Lieblingstexttyp. Und das ist eigentlich das Umschreiben. Und zwar nehme ich einfach den gesamten Text und schreibe den um. Use Case. Ich weiß morgens nicht, was ich schreiben soll. Gehe auf LinkedIn und gucke mir einen Artikel in einen Post an, den ich super finde. Lass den einfach umschreiben. Und kann den jetzt quasi genauso nutzen. Im Grunde ist es genau das. Es ist so dieses, ne, du gehst auf Wikipedia, nimmst den ersten Satz und schreibst ihn halt um für deine Arbeit. Das ist genau das Gleiche. Und ihr seht hier das Ergebnis. Das hier ist das Original. Das hier ist das Umschreiben. Hat quasi den gleichen Inhalt, aber benutzt komplett neue Wörter. Und auf diese Art und Weise kann ich jetzt sehr, sehr viel über diesen Content noch machen. Also mal angenommen, das hier ist jetzt der Post. Jetzt habe ich schon einen neuen Social Media Post. Ganz angenehm. Selbstverständlich kann ich das Gleiche machen mit einem Wikipedia-Artikel. Ich kann übrigens diesen Text auch umschreiben in eine andere Tonalität, um den Ganzen nochmal so einen eigenen Twist zu geben, dass er mehr klingt wie ich. Ich möchte eher lässig schreiben oder eher formell. Aber wir können generell bestimmte Texthilfen hier zum Beispiel nutzen, um auch einen längeren Content hier rauszuzaubern.
Also wenn wir zum Beispiel mal schauen, Blogpost-Ideen, wo ich jetzt einfach nur den gleichen Text reingebe als Input, dann generiert er hier Ideen für Titel von einem Blogpost, der zu diesem ganzen Thema passen könnte. Zum Beispiel hier die besten Tipps für die Suche nach dem perfekten Abschlussgeschenk. Die 5 häufigsten Fehler beim Schreiben von Abschlussreden und wie man sie vermeidet. Na, ihr seht, ihr nehmt das allgemein das Thema und gibt mir entsprechend Vorschläge, wie ich daraus einen Blogartikel machen könnte, der natürlich dann irgendwas mit diesem Thema zu tun hat. Wir gehen jetzt ein bisschen vom Thema weg, aber warum nicht? Ich gehe also hier rein jetzt für den nächsten Schritt. Jetzt habe ich nämlich meinen Titel, die 5 häufigsten Fehler beim Schreiben von Abschlussreden, und sagt der KI, klasse, jetzt hätte ich dazu gerne eine Gliederung. Der Blogtitel ist das und er soll mir jetzt bitte eine Gliederung erstellen, damit ich ein Framework habe, um diesen Artikel zu schreiben. So, hier, die 5 Fehler, Fehler Nummer 1, 2, 3, 4, 5. Ihr seht auch, er hat sowieso schon Fehler, er hat verstanden, es gibt 5 und hat jetzt auch 1, 2, 3, 4, 5 gemacht. Fehler 1, Fehler 2, Fehler 5 bis 5. Das heißt, jetzt kann ich einfach sagen, super, jetzt brauche ich nur noch eine Überschrift zum Paragraphen, was ich dem der KI hier geben muss, ist nichts anderes als, worum geht der Blogpost? Das ist also dann der Titel. Was ist meine aktuelle Überschrift? Zu viel Informationen in zu kurzer Zeit. Gib das ein. Warte. So. Jetzt seht ihr, ich habe hier eine ganze Menge Text über den Fehler, dass man zu viel Informationen in zu kurzer Zeit macht. Wie ihr seht, ist er hier am Ende abgeschnitten, aber das ist kein Problem. Es gibt ein einfaches Kürzel. Pro-Tipp hier, drückt Alt-W. Wenn ich das nämlich drücke, dann schreibt er hier automatisch weiter. Die magische Feder vollendet einfach diesen Satz für mich. Man schreibt unbegrenzt weiter. Ja, welches? Danke. Ja. Okay, das funktioniert nicht besonders gut. Aber es darf auch nicht zu perfekt sein, natürlich. Ich glaube sogar, wenn ich hier reintun würde. Einleitung. Und dann gebe ich da diesen Text rein. Dann wird er mir vermutlich genau diesen Text und dann weitergeschrieben präsentieren. Aber ihr seht, auch wenn ich jetzt gerade ein bisschen ins Straucheln komme, weil das jetzt noch nicht für den Vorführeffekt genau das macht, was ich möchte. So, jetzt setze ich das hier einfach. Zack. Seht ihr, wir konnten hier in kurzer Zeit mit den Texttypen, die hier präsentiert wurden, von dem Artikel, also von dem Graduation Day, einen Blogpost ableiten, eine Gliederung finden und anfangen, diesen Absatz zu schreiben. Selbstverständlich muss der Mensch hier immer noch eingreifen. Ich habe jetzt gerade das hier umgeschrieben. Man könnte auch den anderen Satz entsprechend weiterführen. Punkt ist, es wurde viel Zeit gespart und man hatte sogar am Anfang quasi einen komplett sofort postbaren Text, der anders klingt als das, was Quadriga gepostet hat. Und so könnten quasi alle Leute, alle Professoren, ohne wirklich viel eigene Arbeit zu machen, einen persönlichen Post schreiben mit diesem Kontext. Genau das Gleiche würde hier nochmal in Slides erklärt werden, aber die praktische Anwendung, also jetzt die Zusammenfassung, ist, wenn man diese Art von Arbeitsweise nutzt in der Marketing-Text-Generierung, gibt es entsprechende Vorteile. Wir haben hier zum Beispiel auf LinkedIn zusammen mit T-Systems und einer Agentur
die Texte, die ihr auf der linken Seite seht, mit dem Tester optimiert. Also zum Beispiel Wörter ausgewählt, wie hier links seht ihr Digitization. Das wurde rechts, glaube ich, hier verändert in Transformation. Also das Verändern einzelner Wörter, sodass sie positiver wahrgenommen werden, sodass sie stärker einzahlen auf zum Beispiel Effizienz oder Verlässlichkeit. Das hat hier bei LinkedIn Posts zu entsprechender Optimierung geführt. Das gleiche gilt für Kampagnen, zum Beispiel Newsletter-Kampagnen. Hier haben wir für Mikro Online, den größten Schweizer Online-Supermarkt. Dort werden jede Woche drei Newsletter geschrieben mit Neuroflash und auf Französisch und auf Schweizerdeutsch. Und die Öffnungsrate davon ist signifikant nach oben gegangen, seitdem Neuroflash genutzt wurde. Technischer Hintergrund, aber die Zusammenfassung für heute ist, diese drei Komponenten führen zu einer Software, die euch in die Lage versetzt, um schneller bessere Texte zu schreiben. Dafür habe ich euch erzählt, was so ein Transformer-Modell ausmacht. Ein Modell, was nämlich mehr versteht von dem gesamten Kontext, in dem es sich befindet. Wir haben Word Embeddings besprochen, ein Abgleich, wo die Trampelpfade im Kopf sind, damit die Leute das Richtige verbinden mit dem, was ihr ausdrücken wollt, dass das, was ihr ausdrücken wollt, im Marketing-Text drin ist und auch ausgedrückt wird. Und das Letzte ist das kulturelle Verständnis der Emotionen der Zielgruppe, die wir ebenfalls messen können, sodass jeder Satz, jeder Post, der gesetzt wird, zum Beispiel von der Quadriga-Universität oder hier steht übrigens Universität, ne? Also die man selber heraussendet, dass die entsprechend passt. Insofern, vielen Dank und ich bin sehr gespannt auf eure Fragen. Vielen Dank. Es ist ja von der Anzahl Zeichen oder Wörter erstmal nicht begrenzt, oder? Man könnte jetzt beispielsweise, wenn jemand Schwierigkeiten hat zu formulieren, ja, denjenigen einen Text schreiben lassen, der da oben in dem obersten Fenster, das du gezeigt hattest, quasi da einträgt. Und das Ganze würde dann, weil der Algorithmus ja gelernt ist, auf Zeitungen, also auf gute Formulierungen, sage ich mal, würde dann diesen schlecht formulierten Text, schlecht ausgedrücktes Deutsch, würde er umwandeln in einen sehr guten, positiven, gut zu lesenden, Verständnis bringenden Text umwandeln. Ja? Das ist korrekt. Und man es gibt diese Text-Tools haben noch mehr Funktionen drin. Also man kann dem Ding auch sagen, schreib es um für einen Fünfjährigen oder fasse zusammen und dann würde auch ein komplexer Text, zum Beispiel ein Abstract oder sowas, entsprechend zusammengefasst werden in wenigen Sätzen. Das ist auf jeden Fall möglich. Der Vorgängex ist der wieder berücksichtigt, also kann ich den eingeben? Kann ich sagen, wie kompliziert soll das sein? Das würde man ausdrücken in der Instruktion. Also wenn man sagt, fass es zusammen, schreib es für einen Viertklässler oder sowas, dann würde er das übernehmen, ne? Oder auch schreibe einen kurzen oder langen, das alles hat Einfluss auf die Generation. Eine Sache ist aber wichtig, wenn man zum Beispiel sagt, schreib weiter, man fängt an mit einem schlecht geschriebenen Satz, vielleicht mit Rechtschreibfehlern und sowas, dann denkt die KI, oh, scheinbar willst du in diesem Stil weiterschreiben und würde entsprechend dann auch wieder Rechtschreibfehler und so weiter einbauen. Deswegen lohnt es sich zu beginnen mit den Texttypen, die wir definiert haben, weil die sind natürlich auf Qualität hin geprüft und die produzieren dann zum Beispiel schon mal gut aussehende Slogans oder einen guten Titel und so weiter, sodass man auch in hoher Qualität weiterschreibt. Dieser Uplift, den ihr festgestellt habt, ist das dauerhaft oder gibt es da so einen Wear-out-Effekt? Das haben wir 3 Monate lang gemessen und in der Zeit keinen Wear-out-Effekt festgestellt. Aber ja, das ist so wie Langzeitstudien, ne? Die laufen noch. Insofern, das können wir nicht sagen. Aber wir sehen den Benefit von der Software primär in der Zeitersparnis und sekundär eigentlich in dieser Performance-Steigerung. Die passiert, aber durch mehr Masse erreicht man meistens dann auch mehr indexiert durch Google, man kann mehr posten und so weiter. Eine Ausnahme ist, wenn man ein Erfolgsmodell hinterlegt. Also für Chibo zum Beispiel haben wir den Erfolg derer vorherigen Kampagnen berechnet auf die Struktur, die Betreffzahlen haben, sodass wir direkt auf die Performance eine Vorhersage machen können. Und da sehen wir selbstverständlich einen entsprechenden Uplift, weil wir das Muster halt verstehen, von was führt zu mehr Erfolg. Und da waren ganz spannende Sachen dabei. Also je konkreter man zum Beispiel ist, um ein Produkt zu beschreiben, desto eher wird etwas geöffnet, weil die Leute wissen, oh, da ist ja was dahinter, was mich interessiert.
Wohingegen, wenn man zu allgemein blieb, dann fliegt das aus. Und also wenn man eine direkte Vorhersage macht von Erfolg, dann stellt sich der auch entsprechend ein. Zumindest bisher bei allen Kunden, die das genutzt haben. Was ist denn die kritische Masse an öffentlich verfügbaren Texten, die man braucht, um damit gut arbeiten zu müssen? Also zum Beispiel, wenn man für eine Firma arbeitet, die ein neues Produkt hat, oder wenn man in einem Bereich arbeitet, wo, keine Ahnung, Regierung oder Bundeswehr, wo es nicht viele öffentlich verfügbare Texte gibt. Die KI, diese Transformer-Modelle, sind auf ungefähr 10% des Internets trainiert. Und das ist unglaublich viel. Da sind vermutlich all diese Themen Richtung Verteidigung, Rüstung oder auch neue Produkte, alles Mögliche ist da mit drin. Die Vorgaben, die man da natürlich dann liefert in dem Inputfeld, ne, ich habe ja reingeschrieben, Hochschule, innovativ, junge Leute, das wiederum nutzt die KI, um die entsprechend zu kombinieren. Also ich habe zum Beispiel schon mal da, keine Ahnung, was hatte ich gemacht, irgendwie eine Zahnbürste, die einem, die das Nikotinpflaster ersetzt, weil aus den Borsten wird Nikotin freigegeben. Gibt es nicht, wenn man das aber der KI gibt, wird sie entsprechend einen Werbespruch dafür bauen, weil sie halt logisch quasi diese kreativen Ideen miteinander verknüpfen kann. Einfach weil sie weiß, wie es aussieht, wenn Ideen verknüpft werden. Deswegen ist in der Regel, gerade weil man diese Spezialisierung, die Nische abbildet mit dem eigenen Input, ist auch möglich, Output zu bekommen, der relevant ist auch für Nischen. Und das gilt auch für kleinere Sprachen wie mal Norwegisch oder Maltesisch oder so. Ja, also ist auf Englisch ist es auf jeden Fall am besten. Auf Deutsch ist es am zweitbesten. Wir haben entsprechende Qualitätsuntersuchungen gemacht und wir können auf jeden Fall sagen, dass wir im deutschen Raum, zumindest soweit wir das messen können, die höchste Qualität haben. Aber es gibt kleinere Sprachen, zum Beispiel Niederländisch oder auch die Schweiz, also ein bisschen Schweizerdeutsch und so. Das sind entsprechend kleinere Sprachen und da nimmt dann auch die Qualität stets mit ab. Aber die neuen Modelle werden das adressieren. Und es gibt zum Beispiel auch deutsche Transformer-Modelle wie von Aleph Alpha, die nur trainiert wurden auf europäischen Sprachen. Und dann wird auch diese Lücke wieder geschlossen. Also aktuell Englisch am besten, dann Deutsch und dann die ganzen anderen kleineren Sprachen, quasi abhängig von deren Größe im Netz. Aber in Zukunft wird das nicht mehr das Problem sein und werden alle Sprachen adäquat abgedeckt. Plus, als Zwischenlösung ist es immer noch möglich, um auf Englisch zu produzieren und es zu übersetzen mit DeepL oder anderen Möglichkeiten oder auch durch die Engine selber. Also die Möglichkeit, in verschiedenen, auch kleineren Sprachen zu generieren, ist aktuell schon gegeben mit ausreichender Qualität. Nach meiner Einschätzung. Das wäre meine nächste Frage. Also Brokkoli könnte ja in den USA anders konnotiert sein als in Deutschland. Das wäre die nächste Frage. Also die Sprache ist das eine, inhaltlich. Und dann wäre die Frage, geht das auch schon? Ich habe einen deutschen Text, der kommt gut an. Aber ich will das dasselbe in Italien bewerben und da ist dann sind andere Themen wichtiger vielleicht. Genau. Typisches Problem und das hängt in der Regel davon ab, wie gut man die Zieleinstellungen umdefinieren kann für verschiedene Länder. Also wir hatten zum Beispiel einen Fall, dort war in der Kampagne wichtig, dass Berührung erwähnt wurde. Aber da haben wir sofort gesehen, dass Berührung im italienischen Modell war super. Hohe positives Sentiment. Aber in Japan war Berührung sehr negativ. Die Leute wollen da nicht berührt werden. Und so konnte man, also wurde das dann auch verworfen, weil das halt nicht global gut funktioniert. So etwas wie Vertrauen oder Liebe, Nächstenliebe oder sowas, das ist wiederum allgemeingültig, funktioniert genauso gut in Japan wie in Amerika, wie in Italien. Also, womit ich sagen möchte, ist, es hängt dann davon ab, dass man diesen Zielwert so einstellt, dass er auch mit anderen Wörtern in jedem Land überhaupt positiv ausgedrückt werden kann. Wir sagen, wir haben jetzt zum Beispiel von Bonprix eine schöne Studie gemacht und darüber auch sehr viel gesprochen, öffentlich, wo wir über Länder hinweg den größten gemeinsamen Nenner haben finden können, um Mode zu verkaufen. Ja? Wo ist zum Beispiel Gleichberechtigung ein Riesenthema? Das war zum Beispiel in Russland nicht so groß Thema. Entsprechend war das nicht der große gemeinsame Nenner über alle Märkte hinweg. Ja, also ganz genau. Es gibt andere Konnotationen und wenn man richtig kommunizieren möchte, muss man halt das finden, was in allen Ländern positiv ist und was quasi auch so, ja, dadurch allgemein am besten funktioniert.
Ich kann noch mal kurz nachfragen, wie was Maike auch eben angesprochen hat, wenn es, also auch wenn die KI 10% des Internets abdeckt, angenommen, es gibt wirklich Themen, wo man weiß, die sind da auch nicht so vertreten, wäre es auch möglich, größere Textmengen manuell einzufüttern und dann, also die sozusagen noch manuell weiterlernen zu lassen? Mhm, genau, das Ganze heißt Feintuning und da kann man der KI entsprechend auch neue Sachen beibringen, ja. Das ist dann halt Use Case abhängig. Ne? Also man ist in der Regel überrascht, wie viel die KI schon weiß, in Anführungszeichen. Aber in den allermeisten Marketing-Kontexten ist dieses Vorwissen weniger relevant, insofern als dass man ja durch den Brief, durch diesen Input, durch die Keywords und die kurze Beschreibung von dem, wofür man einen bestimmten Marketing-Text braucht, dort wird eigentlich in der Regel schon genug Information gegeben. Oder ihr erinnert euch, ich habe am Anfang einfach nur einen Text von LinkedIn genommen und umgeschrieben. Da steckte schon alle Informationen drin und die syntaktisch korrekt umzuschreiben, da muss ja nichts Neues hinzu, sondern einfach nur umgeschrieben werden. Und das ist natürlich dann überhaupt kein Problem. Aber dass die KI in kürzester Zeit ein gesamtes Buch produziert, was top aktuell ist und auch wirklich die spannendsten Themen, die gerade heute passiert sind, beschreibt, das ist erstmal unwahrscheinlich. Wenn man aber als Mensch sagt, dieses Thema ist mir heute sehr wichtig und ich hätte jetzt gerne einen Social-Media-Post dazu, dann ist das möglich, weil man dann der KI genügend Informationen gibt, um zu verknüpfen und dann zu generieren, was man heute haben möchte, aber man hat es sich halt selber ausgedacht. Könnte man das auch brechen? Also viel im Marketing arbeitet ja genau eben nicht mit dem Erwartbaren, sondern eben mit der Pointe und mit dem Verdrehen. Also könnte man das sozusagen theoretisch der KI beibringen, auch das zu produzieren? Ja. Was ja entsprechend schwierig wäre, ne? Vermute ich jetzt mal. Aber also diese ganzen Spielereien hängen meiner Meinung nach davon ab, in welcher Phase der Customer Journey man ist. Will man gerade Aufmerksamkeit erregen, um für ein neues Produkt überhaupt mal Augen zu gewinnen und ein Ohr zu kriegen? Oder ist jemand schon tiefer drin und muss man dem halt erklären, was die Eigenschaften und Vorteile sind? Ne? Also wenn man zum Beispiel das AIDA-Modell nimmt als Beispiel, ne? Attention, Interest, Desire, Action, ist man am Anfang, dann will man wahrscheinlich überraschen mit Wörtern, die man nicht kennt oder mit dem Anfang von Satz, der irgendwo hinführt und die Erwartung wird dann gebrochen, damit Leute denken, oh, das hätte ich nicht erwartet, ne? Super. Oder ist man schon tiefer im Funnel und muss man deswegen quasi das, was die Leute schon wissen, einfach ein paar Mal wiederholen, damit man ein gutes Gefühl hat, um dann zu konvertieren. Ich denke, davon hängt es stark ab. Aber in Bezug auf deine Frage, ja, das geht und man kann das zum Beispiel an der Einfachheit eines Wortes ablesen. Inwiefern ist zum Beispiel dann mehr Aufmerksamkeit erregt, weil es halt nicht das zu Erwartende ist oder halt auch nicht ganz so einfach zu verstehen ist. Damit kann man dann halt spielen. Und wir arbeiten aktuell an einer Informationsscore, die einem auch nochmal generell Auskunft darüber gibt, wie viel Information eigentlich gerade in diesem Werbetext stecken. Und ich finde das persönlich sehr spannend, weil sowas wie die tollste Sommermode ist irgendwie, da steckt nicht so viel drin. Man hat so eine grobe Idee, okay, es geht um Sommermode. Aber wenn man dann zum Beispiel sagt, Katrins neuer Sommerblazer, dieser Satz hat viel mehr Informationen, weil wir haben eine Person, die wir davon noch nicht gekannt haben. Und wir wissen, es ist ein Blazer, sehr viel konkreter. Das heißt, den zweiten Satz, der enthält mehr Informationen. Und wenn mir zum Beispiel einen Blazer wünscht und Katrin ist vielleicht ein Influencer, dann kann der extrem relevant sein, sehr viel relevanter als der erste Satz, der nur gesagt hat, es gibt irgendwie Sommermode. Deswegen, ich denke, das ist ein sehr spannendes Gebiet für weitere Optimierung, um genau zu verstehen, wo ist mein Kunde gerade und welches Level an Information oder halt irgendwie gutes Gefühl, einfache Kommunikation braucht er, damit er in den nächsten Schritt in meinem Marketing-Funnel geht. Am Anfang wahrscheinlich eher Aufmerksamkeit erregen mit einfachen Wörtern, die aber vielleicht neu kreativ gemixt sind und später im Funnel eher einfache Kommunikation, die Leute halt abholt, relevante Informationen gibt, positive Informationen, die sie dann leiten zur Conversion. Wie geht denn der Zugang zu der Leistung? Sag ich mal, ist das ein Webinterface oder wäre das eine Beratertätigkeit, wenn man sagt, man möchte das jetzt gerne nutzen mal oder mal ein halbes Jahr testen für LinkedIn oder für Angebotstexte oder so? Ja, genau. Wir haben sogar seit dieser Woche einen Gratis-Tarif. Also ich habe gerade den Link geteilt. Man kann auf der Webseite neuro-flash.com oder neuroflash in einem Wort.com rauf
und sich einen Account holen. Dieser Gratis-Account ist jeden Monat, hat 2000 Wörter inklusive, die sich auch auftürmen. Also das ist dann, jeden Monat bekommt man 2000 Wörter, die man produzieren kann. Das sind auf jeden Fall ein paar LinkedIn-Posts oder ein paar Wikipedia-Artikel. Genau. Und dann gibt es natürlich entsprechende, wenn man mehr schreibt, dann kommt man in andere Tarifen, kommt man rein. Bis hin, also quasi ist die Aufteilung gratis für alle mit begrenzter Anzahl Wörter, dann ein paar mehr Wörter für den ersten Tarif, unbegrenzte Wörter für den nächsten Tarif und dann gibt es die große Version, wo man auch die Performance von den zum Beispiel E-Mail-Betreffzeilen oder so bereits vorhersagen kann, abgestimmt auf die eigene Zielgruppe. Und das ist dann in der Regel mit einer Beratungsleistung verbunden, weil wir zum Beispiel die Daten einlesen müssen und das Modell einpflegen müssen in die Software. Aber für so den. Also die ersten drei Modelle ist quasi die, ist der Algorithmus bereits gelernt und ein Neulernen oder Hinzulernen, sage ich mal, das wäre dann bei dem Beratungsthema der Fall. Korrekt. Und generell, das Ding lernt sowieso mit. Also je den Input, den man gibt, verbessert die ganze Zeit auch die Performance und wir, oder vor allem ich, bin schwer damit beschäftigt, um A, generell die Qualität zu erhöhen von den Outputs, aber auch, und das wurde ja bereits angesprochen, diese Variabilität und Kreativität des Outputs zu erhöhen, sodass man, selbst wenn die KI nicht sofort auf das Richtige kommt, und glaub mir, das passiert häufig genug, dass man denkt, was soll das denn? Aber immerhin soll dann das, was man nicht erwartet hat, einen dazu bringen, auf eine bessere Idee zu kommen, auf die man nicht gekommen wäre ohne diesen Input. Genau, und daran arbeiten wir selbstverständlich stetig und das ist zugänglich auch in den Tarifen, die jetzt nicht für die Chivo sozusagen nur vorgesehen sind. Cool, danke. Jonathan, falls du noch ein paar Minütchen hast, hätte ich noch zwei Fragen. Das eine ist, was ist so eure Roadmap? Was stellt ihr euch vor, wo euer Tool noch hin soll in den nächsten irgendwie zwei Jahren vielleicht oder drei? Und dann vielleicht sagst du noch ein bisschen was zu dir, wie du überhaupt zu diesem Thema gekommen bist. Ja, gerne. Also die Roadmap ist eine von Integration. Wir arbeiten daran, um bei der Inspiration am Anfang vom Kreationsprozess Input zu geben, dass man versteht, was ist aktuell ein Trend, was ist ein Thema, über das ich vielleicht heute schreiben kann und das automatisch bereitzustellen, sodass man schon von vornherein auf dem richtigen Weg ist, wenn man Content produziert. Das nächste werden dann solche Sachen sein wie Bilder oder ja, andere sogenannte Lookup-Funktionen, indem man dann halt den Content nochmal weiter anreichern kann. Möglicherweise auch mit Fakten, aber im ersten Schritt auf jeden Fall erstmal mit mehr visuellen Informationen, also mit Bildern zum Beispiel. Das kommt als nächstes. Und wie ich selber drauf gekommen bin, also ich bin davon Haus aus Psychologe. Ich habe kognitive Neurowissenschaft studiert und darin promoviert. Und was mich fasziniert an dieser Technologie, ist halt diese Überschneidung von maschinenlesbaren Informationen, wie zum Beispiel diese Word Embedding Modelle, also dass man auf Basis von großen Textmengen Muster extrahieren kann, die uns etwas darüber sagen, welche Vorurteile Menschen haben oder welche Befindlichkeiten sie haben gegenüber Brokkoli. Weil man darf nicht vergessen, das kann man berechnen und man liegt damit sehr häufig richtig. Also zum Beispiel die Sentiment-Analyse ist zwischen 93% und 99% der Fälle innerhalb einer Standardabweichung von durchschnittlichen menschlichen Bewertungen. Wir sagen, ich muss keinen Menschen befragen, um zu wissen, wie er sich fühlt beim Wort Brokkoli. Also wie die meisten Menschen sich fühlen. Und das finde ich als Psychologe unglaublich faszinierend, dass wir unser Gehirn letztlich, ja, ich will nicht sagen, formbar ist oder so, aber dass man vieles über Individuen, Kulturen, Gruppen und letztlich dann halt Menschen sagen kann, indem man weiß, was in deren Köpfe reingegangen ist. Ja, auf der einen Seite sieht man das zum Beispiel ja in Russland möglicherweise aktuell, die Leute eine bestimmte Sicht haben auf die Situation, getrieben von deren Vertrauen in die TV-Medien. Ne? Zu Recht, zu Unrecht, wer weiß, aber klar ist, die haben eine andere Sicht auf die Geschichte als wir, die wir von anderen Medien beschallt werden mit entsprechenden Informationen. Und davon hängt viel ab. Die Informationen, die wir verarbeiten, formen unser Weltbild. Und wenn man sich nur die Informationen anguckt, kann man auch das Weltbild ableiten von Leuten. Und das ist halt so dieses, wie Leute ticken, wenn man versteht, was die Leute lesen, quasi. Das fasziniert mich sehr. Und natürlich jetzt diese Anwendung von den Texten ist halt das eigentlich wieder umzudrehen.
weil es ist meine Hoffnung, um mehr Menschen diese Fähigkeit zu geben, ihre eigene Meinung auszudrücken. Weil ich bin schwer davon überzeugt, dass es mehr Menschen gibt, die Klimawandel nicht so gut finden, die Frieden besser finden als Krieg. Und ich glaube, wenn diese Stimmen einfacher im öffentlichen Raum vertreten sein können, durch zum Beispiel zu helfen bei dem Schreiben von Posts und so weiter, ich glaube, dadurch wäre der Welt, der Gesellschaft, wäre uns, glaube ich, sehr geholfen. Deswegen arbeite ich in diese Richtung. Aber die Tools funktionieren noch genauso gut in der anderen Richtung, oder? Ja, beziehungsweise mit Beschränkungen. Es gibt automatische Filter, die verhindern, dass Wörter rauskommen, die zum Beispiel negativ sind, also Nazi, Jude und so weiter. Das wird in der Regel gefiltert. Das ist also unmöglich, quasi jetzt Hasstiraden zu produzieren. Das ist sehr, sehr schwierig. Ich habe es selber noch nie geschafft, weil, wie gesagt, diese Filter sind sehr effektiv. Das Gleiche gilt übrigens für alles, was so 3X hat. Das ist auch sehr schwierig zu produzieren. Also, ja. Und außerdem nehmen wir explizit Abstand von politischen Sendern. Also Parteien zum Beispiel schließen wir aus von unseren Dienstleistungen, wohingegen wir halt NGOs und gemeinnützige Sachen da sogar auch besondere Tarife für haben. Das ist nicht perfekt, selbstverständlich, und es wird immer Missbrauch geben, aber wir tun unser Bestes, um zu filtern oder auch die Dienstleistungen nicht allen Leuten zur Verfügung zu stellen, sondern halt eher Richtung Demokratisierung zu arbeiten. Wird auch auf der Lernseite gefiltert, also welche Texte da einfließen? Zum Teil, aber nicht genug. Also wer schon mal im Internet war, weiß, ja, schwer, das zu filtern. Das kann auch dann manchmal einfach so um die Ecke kommen. Deswegen filtern wir auf jeden Fall am dem Ende, bevor es dann jemand sieht oder bevor es jemand produzieren kann. Oder eine kurze Frage, geht das auch für das gesprochene Wort? Aber der Hauptfang, also die Spracherkennung? Nee. Fernsehen, Radio, die eine große Rolle spielen, man liest ja nicht nur Informationen, man hört ja auch viel. Oh ja, korrekt. Also wir haben auf YouTube zum Beispiel bestimmte Kanäle, wo wir die Transkripte von ziehen. Die werden entweder von den Leuten selber hochgeladen oder automatisch transkripiert. Und das nimmt, das ist auch abgebildet in den Modellen. Das auf jeden Fall. Aber dann halt immer durch Transkription. Also die Art und Weise, wie die Maschine etwas versteht, ist nicht durch das Soundfile, sondern immer durch dein transkribiertes Buchstaben und Wörter. Es gibt auch diese KIs, die Musikstücke selber fertig schreiben. Habt ihr da auch irgendwelche Schnittstellen mit? Nee. Wir können Songtexte schreiben oder poetische Werke. Man kann sogar anfangen, wenn sich schon mal jemand Gitarre gespielt hat, ne? D, G, A und so, also die Akkordzeichen. Auch dort kann die KI einfach das weiterschreiben. Ne? Also ich habe schon mal einen Song komponiert, in dem ich einfach angegeben habe, A-Moll, C, Dur, D-Dur und dann Continue Writing, und da hat er mir auch das Stück weitergeschrieben, weil das ist einfach wieder ein Muster, was auch natürlich im 10% des Internets vorgekommen ist. Genau, in die Richtung geht es, aber da kommt jetzt kein Sound raus, sondern es wird halt in etwas umgesetzt, was man auch schreiben kann. Ja, ja, natürlich, aber die Akkordfolge oder die Melodiefolgen und so, das... Ja, witzig. Melodiefolgen habe ich noch gar nicht ausprobiert, aber Akkordfolgen geht auf jeden Fall. Melodie sind ja auch Buchstaben, ne? C, D, E, F, G, A, H. Theoretisch ja, aber Melodie wird, glaube ich, dann spannender, wenn man sie nicht nur im Vierteltakt vier Schläge pro Bar hat, sondern halt, ja, aber... Wenn man entfernt im Bekanntenkreis einen, der arbeitet in diesem Karajan-Institut, er leitet das, und ich glaube, der hat gerade mithilfe künstlicher Intelligenz eine ganze, ich glaube, irgendwie unvollendete Symphonie oder so fertig komponieren lassen, glaube ich, ganz genau weiß ich es nicht. Genau, ja. Das ist was der neue heiße Scheiß irgendwie auch im Musikgeschäft. Ja. Ja. Deswegen kam ich. Ja. Sicherlich. Ja, und ihr habt ja nach der Zukunft gefragt. Also die Entwicklungsgeschwindigkeit ist atemberaubend. Es würde mich nicht überraschen, wenn wir innerhalb der nächsten 2 Jahre auch in der Lage sind, Bilder zu generieren. Also da gibt es schon erste Studien, die wirklich, also du kannst sagen, gib mir eine 2-köpfige Giraffe, die auf einem Pizza-Fahrrad fährt in einem Brokkolifeld beim Sonnenaufgang. Genau, ich sehe schon die Blicke. Aber dann kommt ein Bild raus, was genau das abbildet. Und also das sieht schon wirklich ziemlich gut aus.
Und ich denke in Zukunft, ihr habt ja schon gesehen, man kann Gesichter mit KI generieren, die es gar nicht gibt. Und genau das Gleiche, denke ich, wird auch möglich sein mit Bildern, die es so gar nicht gibt. Aber dann halt schon, weil sie generiert sind. Das ist wirklich extrem spannend, was da möglich ist. Müsste bei den in den Hitparaden wir sowieso denken, die Texte sind sowieso alle dreimal kopiert und die Melodien auch. Also das ist wahrscheinlich. Ja, aber coole Sache, ja. Vielen Dank. Sehr geil, ja. Falls nichts unter den Nägeln brennt für heute, würde ich sagen, tausend Dank, Jonathan, dass du dir die Zeit genommen hast für uns und das so transparent erklärt hast, wie es funktioniert. Mhm. Dann wird es tatsächlich weniger wie Magie und mehr wie Engineering und angewandte Wissenschaft. Finde ich immer sehr beruhigend. Und sag nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht mit euch. Ja, sieht so. Ich habe gerade auch nochmal meinen LinkedIn-Link geteilt. Könnt euch gerne mit mir verbinden. Nehme ich sowieso an. Und den Link auch zu dem Gratis-Account von Neuroflash. Ja, fühlt euch frei, das mal selber auszuprobieren und zu nutzen. Vielen Dank. Danke. Sehr gerne. Dankeschön.